Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren YouTube-Bericht. Heute stand hier auf dem Programm das Richten einiger weiterer Tierrassen und natürlich auch eine Maschinenvorführung. Sehen wir uns ein paar Bilder an. Heute lief das Richten der Tiere weiter. Es wurden die Rassen Gelbvieh und Brangus gerichtet. Außerdem wurde auch der Toro Tipo Frigorifico ausgesucht. Bei der Rasse Brangus siegte als Grand Champion bei den weiblichen Tieren ein Exemplar von Fremont S.A. Bei den Bullen siegte ein Tier von Agropecuaria Ita Cavo S.A. als Grand Champion. Bei der Rasse Gelbvieh siegte bei den weiblichen Tieren der Betrieb Cavagna Picaflor von Herbert Jans als Grand Champion. Bei den Bullen siegte auch wieder ein Tier des Betriebes Cavagna Picaflor von Herbert Jans. Nun zum Toro Tipo Frigorifico. Nach langem Überlegen fiel die Entscheidung auf den Grand Champion der Rasse Brangus, ein Bulle aus dem Betrieb Ita Cavo. Soviel zu den Zuchttieren. Gehen wir rüber zu den Maschinen, wo heute Nachmittag eine Vorführung stattfand. Es wurden Maschinen der Marke John Deere, Valtra, Kuhn und Krone vorgeführt. Heute Abend findet noch ein Reitturnier und eine Show mit Musik und Reitkünsten statt. Soweit einmal hier der Videobericht. Abends gibt es hier noch ein kulturelles Programm mit Reitshow und Musik. Und morgen beginnt dann der Santa Gertrudis Weltkongress hier auf dem Rodeo Neuland. Wenn ihr mehr Informationen braucht, ihr könnt uns im Facebook finden und natürlich auch im Internet unter www.neuland.com.py/rodeo.